Hallo und herzlich willkommen. Es geht in den Wilden Westen mit Hard West 2. Den ersten Teil habe ich, glaube ich, ein bisschen gespielt und wir schauen uns den zweiten an. So, ihr habt es gesehen, es ist ein Rundentaktikspiel. Und schauen wir mal, wie es uns gefällt und ob es irgendwie an das ganz großartige Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters heranreicht. So, ich starte ein neues Spiel und wir können uns unseren Westen aussuchen. Wir haben einfach, das ist hier irgendwie so ein Hirsch, wir haben normal, das ist dieser Typ, wir haben schwierig und das wird immer gruseliger. Ich mach mal lieber normal, ne? Und klick mal hier auf Start. Na, das ist aber eine schicke Knarre. So, zum Fortfahren klicken. Gamepad funktioniert nicht. Man ist also auf Idiot with a Maustastatur gun can rob a bank. Robbing a angewiesen. train? Now that's a real feat. So I got this tip from a guy about a train full of federal gold. Runs by a night, minimal crew. Folks call it the ghost train. Some even believe it's haunted. Me? I think it's a pretty good cover. So I've rustled up a posse to go after it. Flynn. Bit on the green side, but probably the smartest of us all. Clearly, I don't keep her around for her fists, but she's got darker talents, the kind that don't bear dwelling on much. Laughing Deer. Don't mind the name. Nothing funny about this one. An exile, even among his own tribe. What he did, I do not know. But I do know what he does, and what he does ain't pretty. Then there's Clive. Kestrel Colt, as the press calls him. Fastest gun in the West, they say. And he don't argue none. He's my protege and my best friend. Me? I'm Jin Carter, gunslinger, outlaw, first-rate gambler at your service. And very soon, a filthy rich man. Da kommt der Zug. In einer hübschen Grafik angefahren. Ein Tutorial. Ja, das machen wir natürlich, ne? So, jetzt kann ich also hier steuern, wo ich hinreiten will. Und jetzt? Ach so, auf das hervorgehobene Feldzeug klicken. Okay, es gibt Aktionspunkte. Jo. Und jetzt? Klicke ich da hin oder was? Klicke auf das hervorgehobene Feld. Ach so. Kamerasteuerung. WASD, Mausrad, QE, R und F. Haben wir verstanden, oder? So, damit können wir hier drehen. Zoomen können wir. Also ein bisschen, ne? Also es ist kein freies Drehen, es ist so ein 90 Grad Drehen. Charakterleiste. Okay. Okay. Ja, genau, schießen und dann Leiste. Kann ich auch mit der Tastatur machen und dann kann ich hier einen anfixieren und abknallen. Bravado! Alle Aktionspunkte zurück. Ja, Bravado gewinnen ist immer eine gute Sache.
Gleich einen weiteren Gegner. Zack. Ah, den haben wir nicht erledigt. Auch ein Volltreffer landen. Bullseye genannt. Ein solcher doppelten Schaden. Okay, das sind also quasi Spezialfähigkeiten. So, was ist jetzt? Grundschaden ist weiß. Und der Fähigkeitsschaden ist orange. Okay. Klicke die rechte Maustaste, um die aktuelle Fähigkeit abzuwählen. Ah, okay. Guess I'll play along. Let me see. What do we have here? Okay. Da kann ich jetzt über Bande schießen oder was? Das ist ja auch interessant. Die Fähigkeit Zurückschuss. Und dann klicke ich hier drauf oder was? Und dann kann ich sagen, ach so, den will ich treffen. Ah. Oh, das ist ja witzig. Bravado erhalten, jawohl. Indem er auf den markierten Gegner schießt. Ah, verfehlt. Mist. Okay, ich kann also Glückspunkte sammeln. Okay, Kopf einziehen. Habe ich doch. Gegnerischer Zug. Okay, Wachen auf dem Zug ausschalten ist so die Mission. Und alle Bandenmitglieder müssen überleben. Und da kommt einer von hinten angaloppelt. Und noch einer. Eieiei. Wähle zuerst die Fähigkeit Trickschuss. Klicke nun auf die Schaltfläche Glück, um Glückspunkte zu erhalten. Jetzt nicht mehr verfehlen. Ach so. Und dann kann ich ihn einfach an. Okay. Und Bravado habe ich bekommen. So, ich wechsle zu Flynn. Direkt auf sie klickst. Ach ne, erstmal rechte Maustaste und dann jetzt auswählen. Okay. Auch einfach umgeben, indem du ihn flankierst. Das heißt, ich laufe jetzt hier nach hinten. Die sind so nett und schießen dann auch nicht. Und was jetzt? Wechsel die Waffe, indem du X, also hier unten quasi. Das habe ich die Rotflinte, glaube ich. Okay, Streuschuss. Und jetzt kann ich hier markieren, wo ich hinschießen will. Natürlich meine Leute nicht. Okay, Nahkampfangriff. Angreifen. Und schon rennt er los. Klettert in Ruhe die Leiter runter und jetzt versemmelt ihr ihn ein. Okay. Tutorial Tactical Run Gun Move Des. Okay, da scheint irgendwie was nicht ganz zu passen. So, was soll ich jetzt machen? Ich soll wahrscheinlich jetzt hier hinlaufen. So, Trickschuss. Und nu? Erschieße den Schützen. Achso, erschieße den Schützen. Ja, schießen wir mal, oder? Einfach mal in den Rücken schießen.
Gut, also da scheint es mir, als wären da hin und wieder mal so ein paar Variablen irgendwie rausgeschlagen. Okay, das mit diesem Bravado ist schon irgendwie eine coole Sache. Da kann ich irgendwie ganz schön aufräumen hier, ne? Was? Um den Überfall abzuschließen, erledige die Teufelskerle Missionsziele, die in der oberen linken Ecke angezeigt werden. Viel Glück. Okay, weiter. Jetzt bin ich wahrscheinlich so ein bisschen auf mich alleine gestellt, ne? Aber der trifft den da zu 100%, wenn ich das richtig sehe, und dann ist er auch schon tot. Und der hat hier sogar irgendwie jetzt Dingskirchen. Dann lasse ich den hier mal in Deckung gehen, denke ich. Kann der schießen? 50% Trefferwahrscheinlichkeit. Können wir Glück investieren? 25%. Ach so, nee, dann machen wir es lieber so. Okay, dann schießen wir mal. Schade. Vielleicht lassen wir den hier mal hinlaufen. Und er hier kann doch gewiss einfach mal nach hinten schießen. Und jetzt kann er doch hier einfach mal dahin schießen. Und dann haben wir es doch. So, die gesamte Bande in den Passagierwaggon bringen. Okay. Dann machen wir das. Wo ist denn der Passagierwaggon? Wo ist denn der? Da vorne wahrscheinlich irgendwo, ne? Okay, der hat keine mehr. Sie hat aber doch gewiss noch welche. Ach nee, der hat immer noch welche. Habe ich die jetzt nicht richtig ausgewählt? Ich würde mal sagen, wir beenden mal die Runde, oder? So, dann läuft der hier noch rein und ich glaube, diese Markierung ist das dort, ne? Und er muss irgendwie hier noch reinlaufen. Da. Das ist aber jetzt ein komischer Zug. Zur Lokomotive gelangen, okay. Wen habe ich denn ausgewählt? Sie habe ich gerade ausgewählt. Sie kann sich aber gerade nicht bewegen, weil sie eingemauert ist sozusagen. Ne? Dann bewege ich den mal dahin. Kann ich jetzt noch einen Trickschuss machen? Der kann anscheinend auch nirgendwo hin. Ach, sie ist immer noch sie. Das heißt, ich muss erstmal ihn hier wahrscheinlich
Der hat keine AP mehr, okay. Die können sich jetzt einfach nicht bewegen hier, ne? Weil die alle irgendwie, weil er hier alles blockiert. Ist ein bisschen ärgerlich. So, jetzt stecke ich zum ersten Mal wahrscheinlich ein bisschen was ein hier. Eine Höhlenkreatur, wo immer die hergekommen sind, ne? Wie? Hat er da hingebrochen oder was? So, jetzt muss ich aber erstmal hier den Kollegen irgendwie wegbringen. Wahrscheinlich wäre eine ganz gute Geschichte, wenn der hier hinläuft. Und dem hier eins überbrät, oder? So in etwa, ne? So, sie kann hier hinlaufen. Kann dann vielleicht mal die Knarre wechseln. Und einfach mal hier drauf schießen. Und er hier. Läuft hier hin. Und. Nicht genug AP oder was? Schießen. Oh, das ist aber doof. Da habe ich nicht drauf aufgepasst. Ich brauche hier drei, um zu schießen oder was? Kann ich auch irgendwie wechseln? Ah, jetzt kann ich schießen. Okay, jetzt habe ich. Was sind das überhaupt hier? Das ist mein Schießeisen und das hier ist Wildbüffelgewehr. Okay, dann machen wir das halt so. So, jetzt hat er auch schön Bravo bekommen. Und kann gleich den nächsten abknallen. Und er hier ist jetzt wieder mit dem Trickschuss unterwegs. Ja, das hat auch gut funktioniert hier. Ist hier gerade noch irgendwo was? Sind hier noch irgendwelche? Wo muss ich hin? Ich muss hier vorne zur Lokomotive. Okay. Dann kann er doch laufen. Er kann sogar noch weiterlaufen, glaube ich. So, kann noch einer keine AP mehr? Kann er noch irgendwie laufen? Er kann auch noch laufen. Und sie hat keine Aktionspunkte mehr. Ach, das war's schon. Jetzt muss ich wahrscheinlich ihn auch erstmal wieder von hinten holen. Aber jetzt wieder nicht dahin, wo der allen im Weg steht. Und sie dürfen wir natürlich hier auch nicht vergessen. So, machen wir das einfach mal, oder? Und jetzt kann er doch hier schon mal so ein bisschen weiterlaufen. Achso, Ziel abgeschlossen. Das war ja einfach. Was passiert jetzt? Ja, Bursche, wer bist du denn? Mammon ausschalten. Machen wir nochmal. Nicht genug Aktionspunkte. Aber er hier hat auch gewiss genug Aktionspunkte. 100%. 15% ist der. Ach ne, der Schaden oben ist. 15. 115. Was war das? Was war das orangefarbene jetzt? Wir gehen einfach mal hier hin. Wir gehen mal ein bisschen näher ran und gucken, ob wir jetzt nochmal schießen können. Jetzt habe ich aber nicht mehr genug Aktionspunkte.
So, Zeit hier mal den Kollegen mal so ein bisschen ranzuholen. Und sie dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ne? So, schauen wir mal, was passiert hier. Achso, die bewegen sich auch schon mal gar nicht. Das ist ja sehr, sehr freundlich. Könnte ich nicht auch einfach hier so einen Klickschuss machen? Ich kann den aber auch auf direktem Weg schießen, ne? So kann sie... Ach ne, sie kann ihn direkt abknallen. Und sie hat hier so ein... Hast du nicht gesehen? So kann die jetzt auch hier so trickschusstechnisch ein bisschen unterwegs sein. Außer Sichtweite. Ja, dann einfach so draufhalten, oder? Oh, das war aber jetzt... Das hätte ich... War unerwartet. Ah, finde und töte den echten. Ach du meine Güte. Das sind aber jetzt viele hier. So, sie hat... So. Fangen wir einfach hier mal an, ne? Ah, jetzt hat sie vorbeigeschossen. Das ist aber ärgerlich. Aber hier der Kollege ist ja noch unterwegs. Ich denke, das ist der echte, oder? Der kann so viel einstecken. Sie kann aber doch gar nicht mehr schießen. Aber er hier kann da noch was machen. Nee, das ist genauso wenig Schaden hier, oder? Ach, wir probieren es mal. Okay, der Falsche ist auch weg. So, wir haben festgestellt, dass er hier... Was war das denn? Ich wollte noch gar nicht schießen. Was war das denn jetzt? Hat er sich das allein überlegt zu schießen, oder was? Achso, er kann nicht, aber sie kann auch nicht. Beenden wir mal die Runde. Mal gucken, was passiert hier. Der Typ schießt vorbei. Der hat jetzt, glaube ich, irgendwie getroffen. Ach, die Höllenkreatur kommt auch mal wieder ins Spiel hier. So, er hier boxt einfach mal hier weiter. Das hat er ja eben schon mal ganz gut hingekriegt, da kann er jetzt einfach mal weitermachen. So, der Typ kann doch um die Ecke schießen, dann kann er vielleicht hierhin und dahin. Das ist übrigens die sie, ne? Nicht der er. So, der kann hier mal ein bisschen um die Ecke schießen. Und er hier könnte auch vielleicht dahin und dahin. So, war das jetzt der Echte? Das war der Echte. Super.
such bravado. What the hell? Oh, don't be so surprised, Mr. Carter. I am a devil after all. Oh, ja. Who do you think you are? The name's Mammon. Thanks for asking. I really have guests here. Ja, ja, der böse Mammon. Ja. You like games, Mammon? Then how about a hand of poker? I win, you let us go and throw something in for our trouble. We lose? Well, it's your call. So greedy, I'd love it. I'll tell you what. How about I toss in the ghost engine? Just imagine all this power. It can make your wildest dreams come true. Win, and I give it to you. Lose, and your souls are mine. You want our souls? Yeah, sure. Knock yourself out. Our souls, Jin? What the hell? Shall I deal? We're using my deck. Remember, Mr. Carter, one deal. High hand wins. Are you ready? Let's get to it then. Yes, that's right. Read 'em and weep, devil. Ja, noch ein Schützenkönig. That will make a difference. And the winner takes all. You really think you could outcheat me? Joker. Five of a kind. No. What? No. This is some kind of a trick. I don't even have a Joker in my deck. Now it's time to cash in those chips. Hold on! Und nun? Wake the hell up, Jin. Come on. Open your eyes. I got us out. That's what happened. Now get up. We need to move. You want to look them in their mouths? Do it later. Now let's move. We can't stay in the snow. Willkommen auf der Karte. Okay. Schutzsuchen. Ja. Hier kann ich doch jetzt wahrscheinlich irgendwie einfach so rumsteuern, oder? Ja, komm, probieren wir. All right, let's look over there. Jin, I want you to think very carefully about what you're about to do now. I'd sleep perfectly well. I hate you, Jin Carter. Hello? What in tarnation?
What did you do? You'd better watch where you're pointing that rotten finger. We helped you, jackass. We dug you up. Guns. I need guns. Ja, genau. Back in my breathing days, folks called me Old Man Bill. I've seen everything. Done everything the West has to offer. Ja, Exorzist kann ja praktisch sein, ne? One day, I just woke up in that pine box buried in my yard. At first, I thought I'd been dreaming. I remembered this vision of a train of death driven by the devil. I don't know how long I was down there. An hour, a day, a week. The next thing I remember, I'm gonna get some guns. I'm gonna track down the devil who woke me up. I'm gonna get him good. Then I'm gonna... Listen, we know that devil of yours, and he's one tough son of a bitch. Name's Mammon. And he's done us wrong, too. You got yourself a deal. For now. Whatever you say, kids, call me Bill. Look, years ago, I stashed some equipment in an old hunting shack east of here. Nebenmission. Findest du nicht selten Nebenmissionen, die mir zu sich hier Beute winken? Das ist doch fein. Jederzeit Lager aufschlagen und kannst du dich mit den Mitgliedern der Bande unterhalten, um sie näher kennenzulernen. So, Bills Jagdhütte besuchen, die nächstgelegene Stadt finden. Okay, wir wollen natürlich die Jagdhütte jetzt finden, ne? Crazy stuff. Das ist doch die zerstörte Hütte. Zu Whisky würde ich nicht nein sagen. Wildbüffelgewehr, Doppelflinte, zweimal Whisky. Bring uns ein paar Stangen Dynamit. Wildbüffelgewehr, Doppelflinte, Dynamit. Das ist Whisky. Ah ja. Ja, wir nehmen hier Dynamit, oder? Erstmal Beute gefunden. Öffne das Inventarmenü, indem du auf das Symbol in der oberen rechten Bildschirmecke klickst. Ah, da. Da, wo es leuchtet. Revolver halten. Jedes Bandenmitglied kann diesen ausrüsten. Vergiss nicht regelmäßig einen Blick auf die Ausrüstung deiner Bande zu werfen. Wenn du neue Waffen findest, experimentiere ruhiger ein bisschen. Ja, das ist ja fein. Oh, hier, guck mal. Den habe ich, glaube ich, bekommen, weil ich das erste Spiel gespielt habe. Ein paar Minuten. Die Entenfußpistole. Was haben wir hier? Wildbüffelgewehr. Und hier haben wir die Doppelflinte. Wir nehmen das da und tun es mal hier als zweite Waffe hin. Okay, was hat sie hier? Sie hat das Schießeisen. Dann kriegt sie... das da. Und er hier bekommt noch hier die Doppelflinte. Und ihr geben wir auch mal ein bisschen Dynamit, oder? So machen wir das. Was haben wir hier als Karten? Gar nichts, ne? Gut, nächstgelegene Stadt finden. Dann reiten wir mal los. Was haben wir hier? Ein blutiges Kreuz.
Spielkarten. Es gibt also solche und solche. Was haben wir jetzt? Ohne Kopf. Kneipe beißen. So, was haben wir hier? Pik 9, Karo, König, Kreuz, Dame. Pik 9, Karo, König, Kreuz, Dame. Achso, dann Flynn kriegt was. Lassen wir diese Karten erstmal. Pik 9. Achso, ich kann jetzt entscheiden, wer hier irgendwie eins auf den Deckel kriegt. Na komm, ja, alter Mann. Spukdeck freigeschaltet. Karten, indem du auf das Symbol klickst. Das Spukdeck. Als Charakter verbessern, indem du sein Blatt eine Karte hinzufügst. Wähle zum Beispiel Chin aus und platziere den Karo König in seinem Blatt, um sein Glück zu erhöhen. Hey, ich kann also jetzt hier den Karo König hier reinziehen. Dachte ich, könnte ich. So kann ich das. Und dann ist das Glück erhöht. Geschwindigkeit, Bullseye, Chance. Sie hat auch dieses Ding, oder? Dann kann sie doch hier das bekommen, oder? Und er soll auch nicht ohne sein. Ja, cool. Nette Idee hier so mit diesen Karten, ne? Dass man das so dann machen kann. Dann tschüss. Ah, guck mal, unser Kollege. Hier haben wir anscheinend Boomtown. Dann gehen wir doch mal nach Boomtown. Ja, komm, wir holen ihn raus. So, jetzt kann ich also hier gucken. Erst Gewehrschützen. Okay. Nebenziele. Okay. In der ersten Runde. Na, das. Wir wollen ja nicht zu ehrgeizig sein. So, da kommen wir also in die Stadt. Und haben da die Gegner vor uns. We'll be taking that gentleman with us now. Thank you. Look at what crawled out from under the snow, guys. Another lost soul in Boom. Der Sheriff, the G. Pleasure's all mine, Sheriff. See, this friend of yours is wanted in at least 4 states for murdering some big, fat and famous chief. Did you know about this? I don't care. He's mine. Give him back now. You heard that, jackass boys? Did that sound like a threat to you? It sure did sound like a threat to me. Do we have time for this? I'm asking you one last time. Say pretty please. Back on those kids. On it, boss. Ja, die Flint kann anscheinend in Körper von anderen schlüpfen, scheinbar, ja. Mit denen austauschen. Schattenhagel. Chin verfügt über eine Fähigkeit, durch die seine Kugeln die gegnerische Deckung und Wände ignorieren. Nennt sich Schattenhagel. Dann probieren wir mal Schattenhagel aus, oder? Aber sollte ich nicht eigentlich ursprünglich erstmal die Gewehrschützen ausschalten?
wir gleich. Es geben wir erstmal den. Schattentausch. Mit der eines Gegners oder Verbündeten zu tauschen. Die Hexerei fügt dir und dem Ziel jedoch eine geringe Menge Schaden zu. Okay. Dann probieren wir das doch jetzt auch mal aus. Und wir wollen uns dann mit diesem Gewehrschütz tauschen, offensichtlich. Das ist erst der Anfang. Schaltest du im Verlauf des Spiels automatisch bei. Vorher hast du alles gelernt, um diese Mission abschließen zu können. Viel Glück. Ja, dann machen wir das mal, oder? So, kann sie eigentlich jetzt hier noch schießen? Weil das wäre ja erfreulich. Dann kann sie ja hier den Gewehrschützen direkt mal ausschalten. Und... Ach so, jetzt habe ich da einfach irgendwie... Hä? Keine Ahnung. Jetzt kann sie noch mal... Na komm, Gewehrschütze, weg damit. Ja, die räumt ja mal jetzt hier ganz schön auf, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Gut, aber jetzt ist vorbei. Ja. So, der Kollege kann natürlich nirgendwo hinkommen, irgendwie so richtig. Aber ich glaube, die Gewehrschützen, die sind jetzt auch alle platt, ne? Ich soll noch 4 Gegner töten. 1, 2, 3, 4. Die Ausrüstung beschaffen. Die ist da irgendwie. Ah, das ist die Ausrüstung. Dann lauf du da mal hin und hol die Dings da. So, der Jin Carter. Der kann doch gewiss hier auch jetzt mal einen irgendwie umnieten, oder? Ach komm, einfach gib ihm. Und vielleicht mal hier so ein bisschen in Deckung gehen. So, sie kann nix so richtig schießen. Sie kann aber mit Dynamit werfen. Was wäre denn, wenn sie einfach Dynamit hier so hinschmeißt? Oder hier hinschmeißt. Das wäre doch auch eine gute Sache, oder? Das machen wir mal. So, dann sind die zwei nämlich auch schon noch nicht ganz weg. Okay. Aber sie kann jetzt nochmal schießen. Na komm, dann ist er weg. Von 9. Na komm, dann schalten wir den Luigi mal aus. So, und jetzt ist nur noch einer übrig, ne? Dann lassen wir vielleicht mal Old Man Bill auch mal was machen, ne? Vielleicht kann der auch die Waffe einfach mal wechseln. Das war jetzt nicht ganz so effektiv, wie ich es mir gewünscht hätte, ne? Dann geht er mal lieber in Deckung hier. Und sie kann irgendwie möglicherweise mit einem Trickschuss irgendwas reißen. Nee, so richtig nett, ne? Ja, wir machen mal Runde beenden. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was er hier macht. Er geht in Deckung und schießt wahrscheinlich. Weil sie sich da völlig ohne Deckung hingestellt. Oh, da kommt noch einer. Eifer fliegst. Der hatte sich auch eine Deckung hochgeklappt. Habt ihr das gesehen? Wollen wir einen Schattentausch machen? Und den anderen dann einfach mal ebenso locker flockig. Das machen wir, oder? Das machen wir. Achso, das ist auch eine Nebendingster gewesen. So, und dann kannst du den hier einfach mal locker flockig abknallen.
Also die Flint, die räumt einfach hier gnadenlos auf, ne? Das kann man nicht anders sagen. Die knallt ja hier die ganze Bande alleine weg, ey. Ist ja ein Träumchen. Okay, jetzt ist da aber jemand in Deckung. Das heißt, dann geht sie jetzt lieber mal da in Deckung. Und schießt vielleicht auf den Typen, ne? Old Man Bill. Seems like I can't get any more dead. Let's see about you. Who wants to join me in the afterlife? So, sehr fein. Dann kann er hier in Deckung gehen. Und der soll natürlich auch nicht hier hinten versauern. Der geht nach da in Deckung. Hat er jetzt eigentlich seine Ausrüstung irgendwie? Was ist denn für eine Ausrüstung eigentlich? Ich dachte, er hätte die Ausrüstung. Der hat ja gar nichts. Oder hat er irgendwie Ausrüstung? Die sehe ich ja wahrscheinlich erst außerhalb der Kämpfe, ne? Der ist halt ein Nahkämpfer. Der spielt halt am liebsten mit seiner Keule. So, mal gucken, was jetzt hier abgeht. Nix geht ab. Was ist denn hier für ein Totenkopf eigentlich? So, dann können wir vielleicht einfach mal hier hinrennen. Ich weiß nicht, ob der durch das Fenster schießen kann. Wahrscheinlich kann er durchs Fenster schießen. Aber vielleicht kann ich auch durchs Fenster hauen. Kann ich. So, der Kollege kann doch dann hier mal in Deckung rennen. Dann kann er wahrscheinlich keine Aktion mehr machen, ne? Ah, da soll er mal hier hinrollen. Ah, guck mal, da sind ja noch ein paar. So, die Flynn. Die könnte doch wahrscheinlich hier wieder so ein Schattentauschding machen. Ich muss halt ein bisschen aufpassen, dass sie jetzt nicht die ganze Zeit zu viel Schaden nimmt. Durch diese Spitzmatentchen hier. Ach, jetzt überlebt er auch noch. So, der Old Man Bill hat aber jetzt hier einwandfrei Schussfeld auf diesen Typen. Das ist eigentlich mit Glück. Das lassen wir mal schön aktiviert, ne? Habe ich noch einen vergessen? Ah, hier unten sehe ich, wer noch Aktionspunkte hat. Also er hätte noch Aktionspunkte. Die bringen aber nicht so viel. Sie ist natürlich, er ist völlig ungeschützt. Das war jetzt so mittel eigentlich die Idee. Ah, auf sie muss ich jetzt mal ein bisschen aufpassen, ey. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, wir nehmen sie jetzt auch mal. Ach, sie hat kein Dynamit mehr, verflixt. Dynamit wäre jetzt eine coole Sache. Aber sie kann ja Folgendes machen. Sie kann hier einfach mal aus der Reichweite. Ja komm, dann soll sie sich mal mit ihm hier... Sie musste auf jeden Fall einfach mal aus der Schusslinie raus. So, er hier kann einfach mal ihm aufs... und Schädel dengeln. Dann kann sie, kann er hier dem eins weghauen. Und kann, nee, soll lieber wahrscheinlich den hier einfach mal weghauen. Und gleich nochmal kommen. Das ist ja auch weg. So, dann geht's hier mal weiter. Und gleich nochmal.
So, der ist jetzt ein etwas härterer Nuss, würde ich mal sagen. What's the play? Will do. So, er kann doch hier durch die Deckung schießen, ne? So, sie bleibt, wo sie ist. Sie soll den Kopf einziehen. Und er hier soll einfach mal so weit laufen, wie er kann. Na komm, das passt jetzt mal so weit. So, die schießen jetzt hier auf den armen Keulenschwinger. So, du bleibst, wo du bist. Du machst nämlich gar nichts. So, er hier hat doch hier so wunderschön so ein Dynamit-Ding, oder? Da können wir doch eigentlich hier möglicherweise hier was hinschmeißen. Das stört den aber nicht, ne? Nee, Dynamit wäre irgendwie nicht gut. Dann machen wir es oldschool. Ah, verfehlt. Ärgerlich, ne? So, dann läuft der halt aus dem Fenster und schießt ihm einfach ins Kreuz. Schön geradlinig, ne? Gar nicht lange bummeln. Dann wechseln wir mal zu ihm hier. Zu ihm wechseln wir und der rennt hier hin und gibt ihm eins mit der Keule. Und gleich nochmal. Und dann haben wir es doch hoffentlich. Na, wer sagt's denn? Ja, noch Fragen? Achso, in der ersten Runde. Ach, ah, schade, ne? Aber okay. So, was haben wir denn für eine Beute? Wir haben hier Geld, wir haben hier Witwenmacher. Bohnen. Halskette aus Kojotenzähnen. Okay, dann mal weitergehen. You both left me there, and Kestrel. And now you're happy to see me? Jin, du hast recht. Also, ihr habt euch so gelassen und Kestrel. Und jetzt seid ihr froh, mich zu sehen. Du hast recht, das tut mir leid. Sie hat getan, was sie konnte. Oder Flint fand ich, die hat hier eben so dermaßen aufgeräumt. Sehr sind wir loyal. Nicht wahr, dir? Das waren die Anklagepunkte. Hast du überlebt? I jumped out the window at the same moment when you and Flynn vanished. Landed in a pile of stuff. Lass uns erstmal runterlaufen. Okay. Mir fällt Eldner ein, des Kampfes einen Trefferpunkt zurück. Alle anderen Charaktere behalten die Anzahl der Trefferpunkte, mit der sie das Gefecht abgeschlossen haben. Wunden können durch Besuch eines Chirurgen geheilt werden. Okay, einen Weg aus dem Tal finden, den Bahnhof und das so. Ja, cool. Wir speichern. Neuer Spielstand, Kapitel 1, Spiel speichern. Zurück. Und beenden. Menü zurückkehren. Ja, cool. So, wir kommen zu einem Fazit. Hard West 2, also offensichtlich, ich kann mich gar nicht mehr an den ersten Teil erinnern. Es war
nicht das, was ich dachte, dass es war, aber ich fand's gut. Wir fangen mal vorne an. Die Grafik finde ich cool gemacht. Also gerade so am Anfang, auch wo der Zug kam mit dem Qualm und dem, schon irgendwie schön gezeichnet. Die Explosionen haben schön Wumms irgendwie. Funktioniert ganz gut. Der Ton, gut, Sprachausgabe Englisch, aber die fand ich jetzt auch ganz nett. Die war ganz stimmungsvoll. Die Geräusche passen halt auch, vermitteln ein schönes Western-Feeling. Gameplay ist halt Rundentaktik, funktioniert aber ziemlich gut. Also ich finde, die Spezialfähigkeiten sind ganz witzig, so mit diesem Positionstausch ist irgendwie ganz nett. Und um die Ecke schießen ist irgendwo eine witzige Idee. Passt also auch ganz wunderbar irgendwie und Spaß hat es auch gemacht. Also ich war jetzt diese Stunde oder diese knappe Stunde hier sehr gut unterhalten, hatte Spaß dabei und sie juckt auch so ein bisschen in den Fingern weiterzumachen und die Story ist auch schön abgedreht mit so einem abgedrehten Western-Feeling. Ich habe mal einen Film gesehen, wie hieß der? Das war eine Comic-Verfilmung von dem Typen, wo die eine Gesichtshälfte irgendwie weggebrannt war. Wie hieß der denn? Der war so mittel, aber ich fand eigentlich die Idee ganz gut. Also so dieses Western mit so diesem Dämonischen irgendwie zu mischen. Das ist irgendwie so eine Mischung, die funktioniert irgendwie schon ganz gut, habe ich den Eindruck. Und auch hier in dem Spiel klappt das irgendwie ganz gut. Also die Atmosphäre und die Stimmung, die ist schon irgendwie ganz schlüssig. Und wie gesagt, es fluppt auch einfach beim Spielen. Nee, ein tolles Ding. Deswegen geben wir ihm die 5 Fähnchen. Also wie gesagt, eine spaßige Geschichte. Ich würde jetzt in meiner ganz persönlichen Rangliste der Runden-Taktik-Spiele ist hinter Chaos Gate Demon Hunter sehen, aber vor Mutant. Oh, wie hieß es denn? Mutant Year Zero Road to Eden. Also das wäre so, wo ich es dann so ungefähr einklustern würde. Was habe ich noch für Rundentaktik gespielt? King Arthur Knight's Tale habe ich auch gespielt. King Arthur Knight's Tale würde ich bei ihm so auf die gleiche Stufe stellen, würde ich schon fast sagen. Ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, welches Setting mag man jetzt? Ja, also King Arthur Knight's Tale ist halt Fantasy-Mittelalter. Hier haben wir Fantasy-Western. Mutant Year Zero ist Zukunft, aber irgendwie so trashig Zukunft. Warhammer 40k ist halt Warhammer 40k, also Chaos Gate Demon Hunters. Ne? Ich habe bestimmt auch noch andere Runden-Taktik-Spiele gespielt, die fallen mir aber jetzt gerade nicht ein. Also das sind so die ich gerade im Kopf habe. Und XCOM, ja, XCOM habe ich tatsächlich nie so richtig gespielt. Und XCOM, oh, wie hieß es denn? XCOM Chimera irgendwas, habe ich ein Video dazu gemacht. Aber da haben wir die 4, die ich jetzt gerade genannt habe, also Hardware 2, Chaos Gate Demon Hunters, Mutant Year Zero und King Arthur Knight's Tale, haben mir da irgendwie insgesamt ein bisschen besser gefallen. Aber wie gesagt, das ist auch, macht mir Spaß, doch, finde ich gut. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, dann freue ich mich natürlich um Daumen hoch, dann lasst doch gerne ein Abo da. Das ist immer ein kleines inneres Missionsfest, wenn die Abozahlen hochgehen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr so von dem Spiel denkt, was ihr vielleicht so für Rundentaktik-Spiele auf dem Schirm habt und die ihr gut fandet oder die ihr auch total schlecht fandet. Schreibt es in die Kommentare und ansonsten macht bitte Dinge, die euch Freude bereiten. Bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.